Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir Ihnen, wie die Reset-Funktion bei einer analogen Funkwanduhr funktioniert. Dies demonstrieren wir an dem Beispiel der Wanduhr AMS 5848. Diese packen wir zunächst einmal aus Ihrem gut verpackten Karton aus. Hier sehen Sie die Wanduhr aus Glas. Hinten befindet sich das Batterieeinlegefach. Zuerst verwenden Sie also nun neue und hochwertige Batterien, wie diese hier. Diese legen Sie nun einmal verkehrt herum in das Batteriefach ein. Wir warten nun etwa 10 Sekunden. Anschließend wird die Batterie wieder herausgenommen und wieder richtig herum in das Batteriefach eingelegt. Nun stellt sich die Funkwanduhr automatisch auf 4, 8 oder 12 Uhr ein. Wie Sie nun sehen konnten, hat sich unsere Funkwanduhr auf 8 Uhr eingestellt. Die Uhr benötigt nun ihre eigene Zeit, um die richtige Uhrzeit zu finden. Dies kann einige Minuten dauern, kann auch bis zu einer Stunde dauern oder auch manchmal einen ganzen Tag andauern. Sollte die Reset-Funktion bei Ihnen nicht funktioniert haben, probieren Sie das Ganze ruhig 2-3 Mal aus. Sollte Ihre Uhr trotzdem immer noch nicht richtig laufen und nicht die richtige Uhrzeit finden, dann melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie die Uhr bei uns im Shop uhrenforyou.de erworben haben. Die AMS 5848 aus diesem Beispiel gibt es zum Beispiel mit 3 Jahren Garantie. Des Weiteren wollen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass man die Reset-Funktion nicht bei GER-Technikuhren durchführen darf. Hierbei könnte man das Uhrwerk beschädigen. Ansonsten lässt sich die Reset-Funktion bei allen Funkwanduhren durchführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei uhrenforyou.de.